Mahlzeit. Liebe Leute, manchmal fällt man so ein bisschen vom Glauben ab. Also vom Glauben an das Gute. ich habe das Ganze, weil das wirklich als schöner Nachtrag zum Buch passt. IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Nicht zuhören können, ist das nicht erzogen? Oder verblödet? Oder was ist es? Was ist vorgefallen, weshalb ich auf das Thema komme? Was uns allerdings tagtäglich immer wieder begegnet, ganz einfach. Ich schaue morgens dann immer die Kommentare an. Ich habe mir das erst überlegt, lange überlegt, habe mit meiner Frau gesprochen. Sie sagte, ach naja, sowas gibt es. Ja, natürlich gibt es sowas. Guckt euch mal dieses, na ich lese es mal vor. Ein Kommentar auf ein bestimmtes Fachvideo. Da wird die Frage gestellt, was ist der Unterschied von der Celsius-Skala und der Kelvin-Skala? Ich dachte, nanu, habe ich denn das nicht erklärt? Ich habe mir das Video angeguckt und bei Minute 3 beginnt das, die gesamte Erklärung. Also bei Minute 3 ist es so, dass ich da schon direkt drauf eingehe, wie die Celsius-Skala und die Kelvin-Skala direkt zusammenhängen, dass es da wertmäßig, also in der Skalenunterteilung, keinen Unterschied gibt, ging auf die einzelnen praktisch rechten Werte ein, dass man es umrechnen kann, von fest zu flüssig, dass das und so weiter und so fort. Und dachte ich aber, Mensch, ich habe es doch alles gesagt. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Guckst du nochmal. Tatsächlich, da ist es. Was ist der Unterschied von der Ich glaube es ja nicht. Also bis 3 Minuten bin ich auf die Geschichte eingegangen, wie die Skalen entstanden sind. Also wie Celsius das gemacht hat. Anders Celsius, ne, der Schwede. Und wie dann Lord Kelvin rangegangen ist. Und dann dachte ich, irgendwas... Bis dahin, diese 3 Minuten sind ja nicht verschenkt, aber selbst wenn, dann kann man ja ein bisschen vorspulen und sich die Stelle ranholen und das dann rausfinden. Nebenbei, ich mache das mal aus reiner Angabe. Es ist so gut, dass selbst unsere Lehrerin es vorschlägt und sie erklären so gut und so weiter und so fort. Also so falsch kann es ja nicht sein. Und wenn ich da wirklich dann drauf eingehe, dann frage ich mich, was sollen dann solche traurigen Kommentare? Ja, woran liegt es? Liegt es daran? Nicht zuhören können, ist das Folge der Verblödung? Vielleicht. Ist es einfach nicht erzogen? Einfach, man muss ja immer alles bekommen, ne? Als junger Mensch schon. Man muss ja alles hinten reingesteckt bekommen, man muss ja alles sofort bekommen, man darf auf nichts warten und so weiter. Was ist es? Dazu bitte ich um Kommentare, aber wirklich nur zu dem Thema und nicht zu irgendwelchen anderen Dingen. Das lösche ich gnadenlos, weil das unterbricht auch den Gedankenfluss, den wir hier aufbauen. Das funktionierte mittlerweile sehr gut, aber ich sage das ganz bewusst deswegen, weil ja auch in den letzten 3 Tagen, mächtig viele Leute wieder dazugekommen sind. Gut, na dann haben wir mal ein Thema. Macht euch darüber einen Kopf und ihr Schüler, die ihr sowas seht, macht euch auch einen Kopf. Ob man nicht Folgendes machen kann in so einem Erklärvideo, wenn man nicht sofort die Erklärung hat, einfach mal ein bisschen vor- und zurückspulen, einfach mal kurz 2 Sekunden zuhören, ist es die richtige Stelle oder nicht, solche Dinge alle. Ne? Gut, das bis dahin, einen schönen Sonntag wünsche ich euch und bis später, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht was, aber Leute, macht es gut, wirklich, macht es besser, immer besser. Wir haben viel aufzuholen. Bis später. Tschüss, tschüss.